und herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserer Sendereihe Wahl 13. Ich bin diesmal für Sie in Pankow unterwegs und hier sind wir zu Gast bei Stefan Liebig. Er kandidiert für die Linke hier in Pankow. Hallo erstmal, Herr Liebig. Guten Tag. Und wir sind hier in Wilhelmsruhe, gleich ein bisschen mehr zu diesem Fest, auf dem wir uns gerade befinden. Aber warum haben Sie überhaupt einen Stand aufgebaut? Die Linke braucht doch, gewinnt doch eh haushoch in Pankow, oder? Denkt man immer. Es war beim letzten Mal ganz schön knapp. Also ich war sehr überrascht, dass ich diesen Wahlkreis direkt gewonnen habe. Immerhin gegen Wolfgang Thierse, der war nun Bundestagspräsident. So bekannt bin ich bei weitem nicht. Es war eine schöne Überraschung für mich, eine unschöne für Wolfgang Thierse. Nur will ich den Wahlkreis natürlich verteidigen. Und dafür muss ich schon was tun. Okay, was konkret spielt sich hier heute ab? Wir sehen diverse andere Parteien auf diesem Fest auch. Mhm. Was wird hier gefeiert in Wilhelmsruh? Der Ortsteil Wilhelmsruh von Pankow wird 120 Jahre alt. Und vor 100 Jahren, als eine große 100-Jahr-Feier angesagt gewesen wäre, können Sie sich vorstellen, hatten die Menschen andere Sorgen. Das war kurz nach der Wende, die Leute kümmerten sich um ihren Arbeitsplatz etc. Mittlerweile hat sich dieser Ortsteil sehr gut entwickelt. Viele wissen gar nicht, dass Wilhelmsruh ein Ortsteil von Pankow ist. Manch einer verbindet das eher mit Reinickendorf. Ich wollte nämlich gerade sagen. Ja, ja, weil die S-Bahn-Station früher auf der anderen Seite der Mauer stand. Inzwischen ist Wilhelmsruh inmitten von Berlin. Und jetzt hat man sich gesagt, die 120 Jahre sind rum und dann machen wir eine schöne Feier. Und das wurde ganz parteiübergreifend vorbereitet. Alle machen mit und jetzt sind alle hier. Und gut, sind wir heute zu Gast an Ihrem Stand. Ich würde sagen, wir gehen mal ein Stück über das Fest. Sie haben mir im Vorhinein so eine kleine Geschichte erzählt, die, glaube ich, spricht Bände. Gerade weil Sie gesagt haben, die Bevölkerung ist hier so ein bisschen älter. Mhm. Eine Sparkasse hat hier dicht gemacht. Was ist da passiert? Ja, also wenige Meter von hier dort hinten war eine Sparkassenfiliale, die einzige Sparkassenfiliale hier in Wilhelmsruh. Viele Menschen hier haben die regelmäßig genutzt, ich auch. Ich habe hier um die Ecke gewohnt. Und dann erreichte mich die Nachricht, dass die Sparkasse die geschlossen hat. Ich bin dann auch zur Berliner Sparkasse am Alexanderplatz gefahren, habe dort mit den Chefs gesprochen. Deren Begründung ist ganz einfach. Die haben gerechnet, haben festgestellt, die meisten Leute nutzen inzwischen Internetbanking. Deswegen lohnt sich das nicht mehr. Ich habe aber gesagt, ihr müsst auch an die älteren Leute denken, die eben noch nicht den Computer benutzen wollen oder nicht mehr. Und die müssen jetzt eine Busfahrkarte lösen, zum Rathauscenter in Pankow fahren und wieder zurück. Ich finde, dass das nicht akzeptabel ist und hätte es schön gefunden, wenn diese Filiale weiter offen geblieben wäre. Mindestens wünsche ich mir, dass dort so ein Computer hingestellt wird, mit dem man auch Überweisungen machen kann. Und das wollte die Sparkasse auch prüfen. Es wäre schön, wenn das klappen würde. Also wenn ich höre Landesbank, aha, Sie sitzen im Bundestag, kann man da nicht auch politisch einwirken auf die Landesbank? Also begrenzt. Wir sind ja im Bundestag für Bundesangelegenheiten zuständig. Aber was man immer machen kann, ist gerade als direkt gewählter Abgeordneter, wenn ich dort schreibe als der Vertreter der Bewohnerinnen und Bewohner von Pankow, dann gehen die nicht einfach darüber hinweg. Dann nehmen die das wahr und dann laden die mich ein, dann sprechen die mit mir, versuchen ihre Position zu erklären. Ich versuche natürlich im Interesse der Leute hier Einfluss zu nehmen. Und gibt es schon so einen Hoffnungsschimmer, wann da eventuell ein Automat steht, wo man überweisen kann? Also die haben mir gesagt, sie wollen das prüfen. Ich glaube, das ist auch nicht zu viel verlangt. Schöner wäre es, wenn dort echte Menschen wären, wie früher, mit denen man auch reden kann. Das kommt leider immer mehr aus der Mode. Aber das Mindeste ist, dass man hier seine Überweisungen erledigen kann. Anderes Problem natürlich, da habe ich Sie auch so ein bisschen in Erinnerung, stille Straße, mhm, auch ein Ur-Pankower Problem. Senioren besetzen ihren Seniorenclub. Mhm. Wie ist da eigentlich der aktuelle Stand und ist das auch so ein Sinnbild für das ältere Pankow sozusagen? Also das war ein ziemlicher Knüller. Wir haben ja berlinweit die Situation, dass, weil bei den Bezirken so viel gespart werden muss, Einrichtungen geschlossen werden. Aber dass nun Rentnerinnen und Rentner ihre eigene Freizeitstätte besetzen, das hatten wir noch nie. Wir wissen ja, wie Besetzungen in Berlin sonst ablaufen. Also die Hausbesetzer in Berlin sind ja eine alte, bekannte Szene. Aber dass richtig alte Leute das machen, das war neu. Und da muss ich auch sagen, ich war sehr froh, dass so viele Medien, auch TV Berlin, darüber regelmäßig berichtet haben. Das war ganz toll. Und es endete mit einem Sieg. Am Ende war es so, dass der Bezirk gesagt hat, okay, in Gottes Namen, dann soll das die Volkssolidarität weiter betreiben. Die macht das im Moment auch und das war ein richtiger Erfolg. Und für mich hat das gezeigt, das ist mir als Linkem auch wichtig, wenn man kämpft, kann man auch was erreichen. Es geht nicht immer schief, sondern man kann auch richtig ein positives Ergebnis erreichen. Mit welchen Fragen kommen denn die Bürgerinnen und Bürger zu Ihnen? Sie sind ja im Bundestag, glaube ich, für Außenpolitik so ein bisschen, haben Sie Ihr Faible entwickelt. Da kann man ja nicht mit in Pankow punkten, oder? Also es gibt wenige Punkte, die die Leute auch in der Außenpolitik interessiert. Die Frage, ob ihre Enkelkinder in den Kriegseinsatz geschickt werden oder nicht, das berührt die Leute schon. Und da ist unsere Position bekannt, wir finden das nicht richtig. Aber es sind natürlich vor allem die ganz irdischen Themen hier.
Es geht in Pankow insgesamt immer um die steigenden Mieten. Wir haben viel zu wenige bezahlbare Wohnungen in unserem Bezirk. Auch hier in Wilhelmsruh? Auch hier in Wilhelmsruh, weil, was ja schön ist, viele Leute mit Geld ziehen hierher, bauen sich ihre Häuschen oder haben hier schicke Eigentumswohnungen. Das freut mich auch, aber es gibt ganz viele Leute, die eben nicht so viel Geld haben und für die wird es immer schwerer. Und da brauchen wir ein neues Mietrecht. Und über das Mietrecht wird im Bundestag abgestimmt. Und wurde gerade im Bundestag abgestimmt, leider gegen unsere Stimmen zugunsten der Vermieter und nicht der Mieter. Ich würde ganz gerne mal hier rangehen und fragen, Entschuldigung, TV Berlin, ich hoffe, Sie kommen hier aus der Gegend. Das ist Stefan Liebig von den Linken. Er kandidiert für den Deutschen Bundestag. Hier fällt schon die Dekoration um. Hätten Sie da eine Frage spontan an ihn? Er vertritt ja, er sitzt ja schon im Deutschen Bundestag und will wiedergewählt werden. Er sagt gerade, die Leute beschäftigt das Thema Mieten. Geht Ihnen das ähnlich? Ja, sind zu hoch, ja. Sind zu hoch. Was zahlen Sie pro Quadratmeter, wenn ich fragen darf? Ich glaube, wir sind bei 12 Euro pro Quadratmeter. 12 Euro, das ist okay, habe ich. Und Sie wohnen hier direkt in Wilhelmsruh oder ein Stück in der Nähe? Nee, in Niederschönhausen wohnen wir. Meinen Sie, dass das Thema Mieten ist so ein Ding, was die Politik anpacken sollte? Oder haben Sie schon die Hoffnung verloren? Ja, nee, auf jeden Fall sollten die das anpacken. Das sehe ich so. Weil ich meine, man verdient nicht mehr, weil die Kosten steigen immer mehr und es bleibt nicht viel übrig. Wenn man mit den Kindern jetzt irgendwas hat oder so, da bleibt halt nicht viel hängen. Ne? Und wie gesagt, die Arbeitgeber geben nicht dementsprechend mehr raus. Also, meine, früher war das ja mal so, da hast du vielleicht ein Drittel von deinem Verdienst an die Miete abgegeben. Heute ist es die Hälfte bis ein Monatslohn, den man für die Miete aufkommt, nur damit man wohnen kann. Ja? Weil dann es halt schon attraktiv wird, wenn man sich überlegt, dann auch komplett aus der Stadt rauszuziehen. Was haben Sie sich denn als Linke vorgestellt? Die SPD hat ja auch schon einige Überlegungen angestellt. Den Mieterschutz haben Sie ja für sich wiederentdeckt, die Sozialdemokraten. Ja. Was haben Sie sich überlegt? Also unser Vorschlag ist, dass wenn man eine Wohnung neu vermietet, das ist ja das größte Problem, jemand zieht aus der Wohnung und der Vermieter nimmt einfach deshalb, weil er es kann, einen Aufschlag, ohne irgendwas verbessert zu haben. Ja. Und das treibt ja den Mietpreis insgesamt hoch. Das wiederum wirkt sich auf den Mietspiegel aus und hat dann für Sie Konsequenzen bei der nächsten Mieterhöhung. Und wir sagen, aber ich meine, die Gebäude, die werden ja nicht besser durch den Zeitraum, wie sie jetzt da stehen. Ne? Wir sagen, man soll nicht das Recht haben, einfach nur, weil die Wohnung neu vermietet wird, einen Aufschlag zu nehmen. Man muss schon etwas tun dafür, dass man auch eine höhere Miete nimmt. Und das ist das, was wir vorschlagen. Also die Mietpreisbremse, die alle im Munde führen, die haben wir auch zur Abstimmung gestellt im Deutschen Bundestag. CDU und FDP sind da leider in eine andere Richtung gegangen. SPD und Grüne tendenziell mit uns. Leider wollen die bekanntermaßen nicht mit uns regieren. Deswegen ist es ein bisschen blöd. Aber unser Ziel ist schon, dass wir so eine Mietpreisbremse einführen. Und ich glaube, man kann dafür auch Mehrheiten gewinnen. Ja, da denke ich mal auf jeden Fall. Da sprechen Sie vielen aus der Seele. Ja. Vielen Dank für die Frage. Dankeschön. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ein Stück Schönen rum. Schönen Tag wünsche ich Ihnen noch. Wir müssen mal gucken, dass wir den Kameramann nicht verwirren. Wir gehen einmal wieder zurück quasi. Herr Liebig, weil Sie es gerade angesprochen haben, die Sozialdemokraten wollen mit Ihnen nicht koalieren. Mhm. Nun hat mein Kollege Peter Brinkmann eine Sozialdemokratin in Kreuzberg getroffen. Mhm. Die Chancel Kieseltepe. Genau so ist es. Mhm. Sie kann sich nämlich durchaus vorstellen, mit den Sozialdemokraten eine Regierung zu machen. Mhm. Ist das Eis bei den jüngeren Abgeordneten mehr gebrochen oder welche Tabus sehen Sie denn da immer noch? Es ist schon eine Generationenfrage. Also die Rechnungen, die Franz Müntefering und Oskar Lafontaine noch miteinander offen haben, das sind nicht unsere Rechnungen. Und es ist wirklich absurd. Also wir wollen in der Steuerpolitik was Ähnliches. Wir wollen eine Bürgerversicherung. Mietenpolitik gibt es Anknüpfungspunkte. Aber die Führungsleute in den drei Parteien und noch am wenigsten bei uns lehnen das ab. Wir haben schon vor 4 Jahren eine Diskussionsrunde begonnen im Deutschen Bundestag, wo 7, 8 Abgeordnete aus allen drei Fraktionen miteinander regelmäßig sprechen. Wir sind offen dafür, aber es sind leider viel zu wenige. Und jetzt im Ergebnis wird dabei rauskommen, dass Angela Merkel sowieso Bundeskanzlerin bleibt. Entweder mit der CDU, mit der FDP oder mit den Grünen oder mit der SPD koaliert. Und eine richtige Auseinandersetzung zwischen einem linken Lager, Rot-Rot-Grün, und einem bürgerlich-mittigen Lager, Schwarz-Gelb, findet nicht statt, weswegen der Wahlkampf leider auch ein bisschen langweilig ist. Ich will so mal ein paar Ressentiments wieder rauskramen. Nicht, weil ich das will, sondern weil Sie es selber auf Ihrer Homepage ansprechen. Die Vergangenheit. Genau so ist es. Sie wurden nämlich mit 13 Jahren angesprochen, ob Sie für die Stasi arbeiten wollen. Viele gehen ja damit nicht so offen um. Ja. Und da stelle ich jetzt mal für die Linke, warum gehen Sie damit so offen um und müssten mehr Leute offener über solche Themen sprechen?
Also ja, es sollte jeder, der sich für ein politisches Amt bewirbt, ganz offen mit seiner politischen Vergangenheit umgehen. Sie haben gesagt, soweit man die mit 13 Jahren haben kann. Sie haben gesagt, 13. Ich habe es deswegen auch gemacht, weil es war so in der DDR, diejenigen aus der DDR kommen, wissen das, man hat dort sehr früh mit der Berufsplanung begonnen. Und es wurde dann immer geworben, dass die Kinder Lehrer oder Berufsoffiziere bei der Nationalen Volksarmee werden. Und das Ministerium für Staatssicherheit ist dann noch früher an die Jugendlichen herangetreten, so auch an mich, und haben gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, damals war ich stolz, ich fand das toll, fühlte mich geehrt. Heute sage ich mir, das war eigentlich ein ziemlich komisches System, dass Kinder, 13-Jährige aufgefordert hat, später in einem Geheimdienst mitzuarbeiten. Ich bin darauf nicht stolz, aber ich werde es nicht verschweigen. Es ist Teil meiner Biografie und ich setze mich damit auseinander und will auch nicht, dass Leute das irgendwann entdecken. Ich finde, jeder, der sich für ein Amt bewirbt, sollte das tun. Okay. Welche Ziele haben Sie sich denn gesetzt jetzt hier im Kiez? Wir haben jetzt ein paar Mietenproblematiken angesprochen, auch dass die Leute mehr älter werden. Mhm. Können Sie überhaupt so lokalpolitisch im Bundestag agieren? Was ist die Erfahrung der letzten 4 Jahre Ihrerseits? Sie kennen ja auch das Berliner Abgeordnetenhaus, natürlich. Muss man dem Zuschauer auch noch erklären. Ich war ja lange Zeit Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus, auch Landesvorsitzender. Ich kenne sehr viele Leute, vom regierenden Bürgermeister angefangen über viele Senatoren. Natürlich hat man es als Bundestagsabgeordneter leichter, auf solche Amtsträger zuzutreten, als das der einfache Bürger kann. Und das nutze ich natürlich. Die wirklichen Gesetze, die wir auf Bundesebene machen, die sind natürlich andere, aber trotzdem wichtig. Ich habe ja gesagt, das Mietrecht wird auf Bundesebene entschieden, das Steuerrecht wird entschieden. Wir als Linke finden natürlich das Thema Gerechtigkeit wichtig und finden es daher total unverständlich, dass die Steuern für die Reichen in den letzten Jahren immer mehr gesenkt wurden und dafür die Mehrwertsteuer, die alle bezahlen, egal ob sie arm oder reich sind, erhöht wurden. Das wollen wir gerne umdrehen. Und das sind die Themen, wofür wir im Bundestag als Linke streiten. Und da will ich gleich, nochmal nachfragen, nämlich nach einer ganz kurzen Werbepause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Dann soll mir nämlich Stefan Liebig, der Kandidat der Linken hier in Pankow, erklären, wie er denn mehr Geld reinholen will, ohne die Staatskasse zu belasten. Okay. Bis gleich, bleiben Sie dran.